Traumhafte Dates. Ich hoffe auf jeden Fall, es gibt was zu trinken, damit ich das Date ertragen kann. Ja, hoffe ich auch. Mega komplizierte Namen. Wie heißt du? Halil. Halim. Halim. Okay. Halim. H-L-I-L. Also Halim, ja. Und ganz schön viel Zickenkrieg. Oh, das ist krass, ich mach die so fertig. All das und noch einiges mehr gab es in der zweiten Folge von Ex on the Beach 2021. Ein Format, das so niveaubefreit ist, dass ich teilweise gar nicht richtig verstehe, worum es eigentlich geht und es trotzdem wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Folge 2 fängt genau da an, wo Folge 1 aufgehört hat, nämlich bei Selina, die ein bisschen über Melody rumlästert. Und das kann sie wirklich gut. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil ich finde sowas einfach brutalst hässlich. Um ganz sicher zu gehen, dass ihr heißgeliebter Diogo in Zukunft dann auch die Finger von Melody lässt, fragt sie lieber nochmal nach und bekommt als Antwort ein verprügeltes Sprichwort. Würdest du nochmal was mit ihr machen? Ich sag niemals nein so. Glücklicherweise ist Selina in Sprichwörtern aber genauso schlecht. Na, die passen ja prima zueinander. Also wenn's kommt, dann kommt's. Wenn nicht, dann nicht. Aber diese etwas unbestimmte Antwort von Diogo ist für Selina natürlich überhaupt kein Problem. Was zwar völlig gelogen ist, sie uns hier aber trotzdem nochmal versichert. Hoffnungen mache ich mir da überhaupt nicht. Gar nicht. Aber auch keine Ziele, die ich mit ihm erreichen möchte. Was? Keine Ziele? Ach schade, ich hatte die Hoffnung, ihr wollt zusammen Letzte bei der Mathe-Olympiade werden. Aber egal, Selinas Vorstellung ist eine ganz andere. Wir sind hier, um Spaß zu haben, ne? So sieht's aus. Kurz danach meldet sich dann das Horror-Tablet bei den Bewohnern. Und nein, ich habe auch keine Ahnung, warum das so heißt. Und Diogo bekommt eine persönliche Nachricht. Diogo, für dich war es eine anstrengende Nacht. Du hast dir jetzt auch Ja, und deswegen soll Diogo ein bisschen Entspannung von Melody bekommen. Selinas Freude war greifbar. Und übrigens weiß ich jetzt, glaube ich, doch, warum es Horror-Tablet heißt. Weil die nämlich alle horrormäßig schlecht vorlesen. Seit eurer gemeinsamen Zeit hat sie sich verändert. Du bekommst jetzt die Möglichkeit, herauszufinden, was größer geworden ist. Was bei Melody größer geworden ist? Ich weiß es. Das ist nämlich definitiv ihr Ich dachte, jetzt kommt irgendein geiler Ex-Freund. Ich bin wohl nicht geil genug. Für das Date wirft sich Melody dann nochmal richtig in Schale, hat aber blöderweise die Hälfte vergessen. Du hast ein sehr schönes Kleid. Dankeschön. Sie waren das gerne Unterwäsche, ne? Ja, und auch das stört Selina natürlich wieder überhaupt nicht. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass sie die ganze Zeit über nichts anderes redet. Ja, wenn es dem Diogo gefällt, mein Gott, soll er seinen Spaß haben. Ich habe da gar keinen Film mit. Und um dann nochmal zu beweisen, wie wenig sie das wirklich interessiert, hört sie dann auch echt gar nicht mehr auf, darüber zu reden. Dank dem Plastik. Dank dem Fett, das sitzt alles natürlich, da braucht man auch keinen Schlüpper oder keinen BH. Vor dem eigentlichen Date wurden Diogo und Melody dann nochmal befragt, ob sie Lust aufeinander haben. Und ja, gerade Melody war mega motiviert. Und hat sie da eigentlich ein silberglänzendes Nasenhaar oder ist das irgendwas anderes? Natürlich hätte ich mir gewünscht, ein Date mit jemandem zu haben, der mehr Datepotenzial für mich hat. Okay, Melody, dann musst du uns jetzt aber mal ganz kurz erklären, was du dir eher für ein Date gewünscht hast. Und versuch doch dabei, Diogo mal so richtig hart zu beleidigen. Ich möchte gerne jemanden kennenlernen, der weniger eine Schlampe ist. Ja, genau. Ach, aber Melody wird das Date natürlich irgendwie trotzdem durchstehen. Mit der guten alten RTL-Geheimwaffe, saufen. Wobei, in meinem Fall ist es eigentlich nur Eistee. Ich hoffe auf jeden Fall, es gibt was zu trinken, damit ich das Date ertragen kann. Ja, hoffe ich auch. Als erste Date-Aufgabe sollte Melody den armen Diogo dann ein bisschen massieren. Und dabei hat sie sich dann auch alle Mühe gegeben, ihm Schmerzen zuzufügen. Tut weh? Warte. Ah ja, das bringt. Ja, und danach setzte sie die Massage dann noch an anderen Stellen fort. Zum Glück hatte Diogo da aber ganz klare Grenzen. Allerdings scheinen die ein bisschen wie die von Schengen zu funktionieren. Wo ist die Grenze nochmal? Sag mir nochmal ganz genau. Hab vergessen. Ja. Okay, Melody, das musst du mir jetzt aber bitte nochmal ganz kurz erklären. Du hast doch eben noch gesagt, dass du Diogo echt ziemlich blöd findest. Warum genau massierst du denn jetzt dein Wurstbrät? Das erinnert halt an alte Zeiten. Ja, und auch Diogo fand's absolut super, wie er uns hier in seinem 12-Wortschatz nochmal liebevoll erklärt. Es hat mir Spaß gemacht, es hat sich geil angefühlt. In der, ich weiß eigentlich gar nicht, wo die Leute da ganz genau wohnen. Also sagen wir mal, am Strand hat sich in der Zwischenzeit übrigens wieder das Horror-Tablet gemeldet. Ich hab Angst!
Ja, und dann habe ich wieder auf eine andere Weise herausgefunden, warum das Ding so genannt wird. Es macht nämlich auch noch grauselige Liebe Lara, du bist heiß und hungrig. Oh, danke. Ja, da Tommy dann in der Folge wirklich unfassbar schlecht vorgelesen hat, erkläre ich dann lieber, was da sonst noch stand. Nämlich, dass Lara jetzt zum Strand gehen soll und da ein wundervolles Date hat und sich dafür natürlich noch ein bisschen rausputzen soll. Was soll ich anziehen? Nichts! Puh, grausame Vorstellung. Da gucken wir lieber in der Zwischenzeit nochmal zu Diego und Melody, wo Diego plötzlich versuchte, sich für alles bei Melody zu entschuldigen. Also zumindest glaube ich das. Verstanden habe ich eigentlich nichts. Ja, dann ich sehe das jetzt nicht als, ne? Ja, und von dieser emotionalen Rede dann auch wirklich tief im Plastikherz getroffen, hat sich Melody direkt wieder in Diogo verliebt. Ha? Mein Herzbube in der Villa ist Diogo. Und auch in Diegos Leben darf Melody jetzt wieder eine Rolle einnehmen, auch wenn es vielleicht nicht ganz die ist, die sie sich vorgestellt hat. Wir sind Freunde. Freunde der Sonne. Die Hoffnung aufgegeben hat Melody allerdings trotzdem noch nicht ganz. Und danach gab es auch noch voll die schöne Drohnenszene von RTL. Wer weiß, ob da vielleicht noch was laufen wird. Lara war übrigens in der Zwischenzeit beim Date angekommen und lernte dort einen neuen Mann kennen. Aber wie heißt der jetzt nochmal ganz genau? Wie heißt du? Halim. Halim? Halim. Okay. Halim. H-L-I-L. Also Halim, ja. Alter Lara, er heißt Halil. Halim, ne? Ja, gut. Aber der Name kann ja eigentlich völlig egal sein. Hauptsache, der Rest stimmt. Halil sieht gut aus auf jeden Fall. Ja, und dann hatte man tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass die Chemie bei den beiden durchaus stimmt. Die waren intellektuell quasi total auf einer Ebene. Also wir beide haben uns gut unterhalten so. Die Gespräche sind nicht ausgegangen. Nee, ich muss auch sagen, also die Gespräche haben mir wirklich richtig gut gefallen. Und ganz ehrlich, habt ihr schon mal ein schöneres Kompliment als das hier gehört? Hey, geil, Alter. Du hast voll die geilen Lippen. Dankeschön. Boah, und dann haben sich die beiden auch noch darüber ausgetauscht, wo sie herkommen. Ich bin mir echt sicher, die heiraten bald. Stuttgart und du? Leipzig. Echt jetzt? Ja, und krass. Ich bin aber... Boah, und dann findet Halil auch noch raus, dass seine Gesprächspartnerin aus Leipzig kommt, weswegen er plötzlich über Berlin spricht. Wundervoll. Berlin ist geil, vor allem wegen dem Döner. Ja, alles klar. Du aber, Halil, weißt du was? Lara kann übrigens auch noch rappen. Ich weiß nicht, Frauen und Rappen, das passt irgendwie nicht zusammen. Naja, und was soll ich sagen, nach diesem wirklich mega krassen Gespräch kamen die beiden sich dann auch schon ein bisschen näher. Wenn Alkohol fließt, ich werde auch immer sehr horny. Willst du noch? Prosecco. Ja, und dann redete Halil irgendwie plötzlich noch ein bisschen über sein Lieblingsthema, nämlich sich selbst. Wie schön. Ich weiß nicht wieso, aber meine Blicke, die machen die Frauen irgendwie... Butter. Wenig später war das Date dann auch schon vorbei und Halil wurde erst einmal den anderen Frauen und Männern vorgestellt. Und er hatte auch sofort eine Favoritin. Leicht zu haben findet er nämlich super. Also bei der Selina macht es mich halt an, dass sie schon in diesem Chaka-Chaka-Room war. Schon. Ja, und deswegen wollte er sich auch gleich ein bisschen um sie bemühen. Leider wusste er aber nicht so richtig, wie das geht. Was willst du trinken? Gin. Was ist Gin? Naja, und eigentlich wäre das jetzt ja Selinas Chance gewesen, mit Halil auch einen anderen Mann ein bisschen besser kennenzulernen. Aber sie ging lieber ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich Melody hassen. Ja, geht mir brutal auf den Sack, das Vibe. Okay, Selina, dann machen wir jetzt aber mal etwas, was ich mal in einer Psychologieschulung gelernt habe. Stell dir doch mal Melodys Äußeres vor und versuch etwas wirklich Positives daran zu finden. Botox, Lippen, bis zum geht nicht mehr, richtige Entenfresse. Schön. Ja, Diogo und Melody kamen dann aber jedenfalls auch vom Date zurück. Aber Selina musste da Schreckliches mit ansehen. Er oben ohne, okay. Ja, da ging es anscheinend richtig zur Sache hier, ne? Ja, krass. Also mal ganz davon abgesehen, dass Diogo, glaube ich, irgendwie immer oben ohne rumläuft. Und dann hat er es auch noch gewagt, Selina nicht richtig zu begrüßen. Es geht. Boah, ist gerade echt hart. Oh ja, diese Bro-Faust ging ganz tief in Selinas Herz. Immer und immer wieder. Es geht. Da musste sie sich als Ausgleich gleich mal ein paar Komplimente von Halil abholen, der sie auch immer noch ganz doll toll fand. Aus welchem Grund? Keine Ahnung, dein Lächeln und so. Deine Art allgemein so. Okay. Tja, und obwohl Selina ja leichter zu haben ist als Freibier, irgendwie war Halil leider trotzdem nicht ihr Typ. Halil ist auf jeden Fall nichts für mich. Er ist viel zu jung.
Seine Augen, ich bewundere seine Augen. Stattdessen suchte sie dann lieber nochmal das Gespräch mit Yogo, der ihr zuliebe nicht nur den perfekten Pullover angezogen hatte, wenn man Malerarbeiten in der Wohnung machen will, sondern dem sie auch nochmal sagte, dass das mit Melody überhaupt nicht geht. Ex ist Ex. Ja, man kann aber ein bisschen Respekt haben, so, finde ich. Aber vor was? Naja, Selina, aber ich meine, die beiden waren ja tatsächlich ein kleines bisschen zusammen und sehen sich jetzt wieder. Meinst du nicht, dass das irgendwie einfach auch eine normale Reaktion ist? Nein, das ist einfach menschlich. Nein, das ist einfach menschlich. Nee, also mit menschlich und diesem ganzen Kram, da hat Selina gar nichts am Hut. Die möchte eigentlich nur eine Sache machen, nämlich... Ich will Spaß haben. Ich will meine scheiß Erfahrungen sammeln. Und Ex heißt nicht umsonst Ex. Ach, arme Selina, ich glaube, da musst du dir jemand Neues suchen. Und glücklicherweise hatte sie da auch schon jemanden im Blick. Ich könnte mir auch mit Till was vorstellen. Blöderweise findet ja, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, aber auch Roxy Till eigentlich ganz gut. Da gibt es aber ein Problem. Ja, aber Till ist doch eigentlich so Wikinger-Style. Aber das Problem ist einfach Hannah. Ja, und wer das nicht wissen sollte, Hannah ist Tills Ex-Verlobte, die Roxy auch ziemlich gut kennt. Und wisst ihr, andere Leute können ja zum Beispiel in den Knochen spüren, ob sich das Wetter wechselt. Roxys Körper hat ganz andere Voraussagungskräfte. Ich schwöre auf meine Pussy, dass die noch kommt. Naja, und außerdem hatte Till in dieser Nacht sowieso keine Zeit für Frauen. Der musste nämlich erstmal trinken lernen. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. In der Zwischenzeit kamen sich übrigens ohne jedes Vorgespräch Tommy und Sandra ein bisschen näher. Und das war, glaube ich, die beschissenste Kusseinleitung, die ich jemals gehört habe. Ich bin normalerweise ein guter Tänzer. Aber hier nicht, oder was? Nein. Warum? Ja, und dann machten die beiden auch munter weiter und hatten auch schon direkt ein paar Fans. Da wir aber schon gelernt haben, dass in diesem Format jeder mal mit jedem darf, wollte natürlich auch Yogo mal ran. Aber natürlich nur ganz platonisch, versteht sich. Tommy, ich tanze nur. Naja, und wenig überraschend gefielen diese Bilder dann natürlich Selina wieder nicht besonders gut. Und weil ihr das natürlich wieder total egal war, hat sie dann 17 Minuten darüber geredet. Vor der Melody willst du nicht mit mir rummachen, aber begrapscht die Sandra. Stimmt da nicht. Und dann wagten es Yogo und Sandra auch noch an ihr vorbeizugehen. Das war eine Kriegserklärung. Manchmal ist sie komisch, ne? Ja, und diese Begegnung sorgte dann bei Selina für alle möglichen krassen Gefühle. Und ich würde euch jetzt wirklich gerne erklären, warum. Ich habe aber auch keine Ahnung. Oh, das ist krass, ich mach die so fertig. Immerhin entschied sich Selina jetzt aber ein für alle Mal und ohne jede Ausnahme Yogo den Laufpass zu geben. Und wenn Blicke töten könnten, dann hätte Yogo jetzt mindestens einen Wattebausch am Ohr. War nix. Ja. Egal. Ja, und nach dieser krassen Ansage kam es dann, wie es kommen musste. Die beiden haben sich geküsst. Was zum Teufel? Später wurde dann längst nochmal Flaschendrehen gespielt und Selina wollte von Melody wissen, ob da jetzt noch was mit Yogo läuft oder nicht. Und auch hier verstehe ich wieder absolut nix. Wir müssen ja nur den so Schlafmann waschen und sowas. Das ist so ein Geschmack gewesen, ne? Ja, und dann dachte sich Selina irgendwie immer mehr in Rage. Und ich schieb's jetzt einfach mal auf den Alkohol. Das ist wahrscheinlich noch die sinnvollste Begründung. Wieso kannst du mir nicht einfach klipp und kleine Scheißantwort geben? Ja gut, Selina, aber das hat Melody doch. Und davon abgesehen kann ich auch Melodys nächste Aussage echt gut verstehen, was mir schon wieder Sorgen bereitet. Ich sag mal ganz ehrlich, Selina spielt in meinem Leben absolut überhaupt gar keine Rolle. Dann ging auch langsam das Licht aus und alle schlafen. Also zumindest alle außer Sandra und Tommy. Wir haben geküsst, es war ganz schön. Ja, und dann haben wir einfach ein bisschen gekuschelt. Ach so, ihr habt also gekuschelt. Und dabei ist es dann auch wirklich geblieben? Ja gut, dann ist es sicherlich auch überhaupt kein Problem, wenn ich das Kuscheln hier mal ganz kurz zeige. Sieht wirklich ziemlich kuschelig aus. Der nächste Morgen begann dann damit, dass Lara was von ihrem Müsli-Löffel erzählte. Also zumindest hoffe ich sehr, dass sie den gemeint hat. Ich habe so wirklich so einen fetten, so, den macht man so drauf und dann write it. Und um diesen Morgen dann nicht zu nett werden zu lassen, hatte RTL dann mal wieder das Horror-Tablet aktiviert. Und wer auch immer sich das ausgedacht hat, sollte wirklich gefeuert werden. Die Lache ist echt hässlich, so.
Und dann sagte Melody schon wieder was Richtiges. Alter, ich sehe es schon kommen, wenn ich dieses Format noch weiter kommentiere, mag ich die irgendwann. Kannst du lesen? Mich nervt es nämlich immer, dass Leute vorlesen, die nicht lesen können. Ja, und tatsächlich hat dann Till glücklicherweise den Text vorgelesen. Und er hatte Glück, der war nämlich nicht auf Französisch. Till! Hey! Sandra und Roxy! Geht bitte jetzt zum Strand. Ja, und dann musste Till erst einmal mit diesen wunderschönen Frauen am Strand warten. Für einen Mann wie ihn natürlich überhaupt kein Problem. Und seine Brustwarzen könnte man übrigens, glaube ich, auf einem Jahrmarkt als Schnuller verkaufen. Ja, ich bin jetzt hier mit zwei hübschen Mädels am Strand. Er kann gerne noch eine dritte hübsche Frau dazukommen. Ne? Also ich kann gut mit Frauen umgehen. Das die eine Frau in Tills Leben wird aber natürlich für immer Hannah bleiben. Und da hat er scheinbar auch immer noch Hoffnung. Also ich kenne das ja schon. Ich habe sie ungefähr schon 50 Mal zurückbekommen. Vielleicht klappt es auch noch das 51. Mal. Oh, das hat Till ja aber super romantisch gesagt. Aber so viel kann ich schon mal verraten, es war leider erstmal niemand für Till. Aber dann ja vielleicht für dich, Sandra. Wegen Tommy wäre es natürlich cool, wenn kein Ex-Partner von mir kommen würde oder Ex-Affäre. Nein, Sandra, auch du hast Glück gehabt, denn es ist jemand für Roxy und zwar der einzigartige Jay. Mein Name ist Jay und meine sozusagen Ex ist die Roxy von Temptation Island. Du Jay, ich kenne dich ja noch aus Temptation Island und weiß deswegen auch ganz sicher, dass du Jay heißt, aber kann es sein, dass du deinen eigenen Namen gerade irgendwie falsch gesagt hast? Mein Name ist Jay. Ja, okay. Aber dann erzählt uns jedenfalls Till Jay nochmal, wie er Roxy damals eigentlich kennengelernt hat. Das war nämlich auch im Fernsehen. Roxy ist ja als vergebene Frau in das Haus eingezogen und ist dann sozusagen mit mir wieder ausgezogen. Ja, und das ist jetzt ausgerechnet auch wirklich der Ex, der Roxy ein bisschen gefährlich werden kann. Mann, hat sie sich gefreut. Danke. Schon eine kleine Arschloch-Aktion. Der richtige Till hatte da aber gleich eine echt gute Idee, um den Fake-Till wieder zu vertreiben. Und warum hat Roxy da eigentlich die kleinste Cola-Flasche der Welt? Wollen wir gleich mal direkt vor ihm miteinander rummachen? Guck mal, was er macht. Nein, das wäre voll assi. Tja, und das war es dann auch erstmal schon wieder für diese Folge von Ex on the Beach. Aber auch die nächste wird gut, denn da verdreht Till Jay alle möglichen Köpfe. Wie sieht er denn aus? Ist ein geiler Typ. Ich bin nicht eifersüchtig. Ist es heiß hier? Das heißt hier. Und Selina hat noch mehr Spaß im Leben. Leck mich am Arsch. Wenn du das nicht verpassen willst, wäre es super cool, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Und wenn du möchtest, dass ich dieses Format noch weiter kommentiere, dann lass dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn das Ganze in der angemessenen Zeit so ungefähr 4000 Likes erreicht, dann gibt es bei mir auch bald Folge 3. Und wenn du mir außerdem noch einen Gefallen tun willst, dann kannst du auch sehr gerne mal in meinem Merch-Shop vorbeigucken. Denn da gibt es nicht nur unheimlich niedliche Kappen und wundervolle Kissenbezüge, sondern auch noch einiges anderes. Es ist wie immer der erste Link oben in der Videobeschreibung. Gut, aber da musst du natürlich sowieso draufklicken, denn sonst vergisst du auch bald, wie du heißt.